Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season. Ich wollte gerade Season 6 sagen, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Projekt Schönbau, hier auf der Minden. Ja, und ich beginne die Folge mit dem langsamsten Zug ever. Er fährt sagenumwogene 1 km/h. Ich weiß nicht, was bei dem Zug los ist. Ich hätte das im Livestream schon gesehen. Der ist jetzt 63 Jahre alt. Zieht eigentlich nur 700 Tonnen und hat 7000 PS. Ich weiß nicht, was das wieder für ein Bug ist. Ich habe ihn jetzt mal ins Depot geschickt. Das kann allerdings jetzt noch ein bisschen dauern, bis der da ankommt. So gefühlt 10 bis 15 Jahre. Das Gute ist, er blockiert hier auf dem Gleis keinen. Er kann ja ruhig mit seinem 1 km/h rumschleichen. Es fährt eh nur er hier. Nein. Lassen wir mal den anderen Zug, der ist vorbei, weil bis er dann hier mal ankommt, ist ja Weihnachten und Neujahr auf einen Tag gefallen. Wahrscheinlich dauert es wirklich 10 bis 15 Jahre hier Spielzeit. So, dann können wir ihn jetzt wieder losfahren lassen hier. Ich habe auch keine Ahnung, warum der nur 1 km/h fährt. Also entweder muss hier irgendeine Mod, also er soll hier 40 fahren. Obwohl hier steht 0. Warum steht da 0? Wie geht das denn? Deswegen fährt er nur 1 km/h. Ah, er fährt 0, weil das Gleis hier drauf kommt. Aha! Na, da muss man ja auch noch wieder drauf kommen. Es liegt an dem an der Weiche, die abgeht. Aha! Jetzt fährt er wieder. Mit dem richtig geilen Sound, den ganzen quietschenden Achsen und Drahtsätzen auf den Schienen. Richtig gut. Das ist doch hier unser Stahlzug. Der auch ein bisschen Marmor ungesichert. Einfach Marmorblöcke auf den Waggon stellen. So muss das. Ja, meine Freunde, heute in der Folge werden wir uns darum kümmern, ein wenig Leben ins Bahnbetriebswerk zu bringen. Ja, ich wollte eigentlich heute ein bisschen am Kraftwerk weiterbauen, aber könnt ihr mal angucken, was wir im letzten Livestream so gemacht haben. Ja, hier muss ja noch viel passieren. Ich habe allerdings vergessen, die Stromtrasse zu aktivieren. Deswegen werden wir heute nicht dran weitermachen. Ja, das Kraftwerk muss natürlich, ist auch noch, natürlich noch lange nicht fertig. So kann er ja nicht bleiben. Das sieht ja total kokolores aus. Also hier gibt es bestimmt noch mal 2-3 Stunden, die ich hier noch investieren muss, bis das schön ist. Aber so mal schon mal den Anfang. Ja, hier hinten haben wir dann quasi ein kleinen Rangierbahnhof, wo die Kohlezüge fahren. Wir haben jetzt 3 Kohlezüge hier auf der Anlage fahren. Genau. Und so ist das. Hier kommt, glaube ich, gerade einer. Ne, hier kommt keiner. Ne, ein Kohlezug fährt direkt komplett durch den Bahnhof durch. Der andere hält hier hinten irgendwo an. Sind aber gerade irgendwie alle nicht da. Oder einer müsste ja nicht irgendwo hier rumstehen. Ah, ja, hier. Genau, er ist ein Kohlezug. Der fährt auch mal zum Kraftwerk. Aber der fährt nur bis zum Mindener Bahnhof hier. 2x218 davor. Sehr schöne Mod. Also klingt auch sehr gut. Gefällt mir sehr gut, die Mod. 2 Feuerlöscher drunter. Kann also nichts mehr schief gehen. So, meine Freunde. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt heute ein wenig hier um das Bahnbetriebswerk. Ich habe da einige Ideen noch. Aber wir werden jetzt erstmal hier gerade einen Zaun ziehen. Weil wir jetzt ja diese wunderschöne Mod haben. Und dieses Kackding werden wir erstmal abreißen. Geht ja nur in eine Richtung auf. Das, was wollen wir denn mit sowas? Kommt da irgendeine Schranke hin, die dauerhaft geöffnet ist. Und dann ist gut. So. Dann kommen gleich hier einige Züge aufs Bahnbetriebswerk. Da muss ich mal gucken, ich möchte ja noch ein bisschen Bewegung reinkriegen, dass ich irgendwo noch ein Abstellgleis reinmache. Weil wir sonst einfach platztechnisch gesehen nicht genug haben. So. Was nehmen wir denn hier? Einmal diesen Metallzaun, der ist echt schön. So. Dann können wir den hier irgendwo mal anklicken. Diese Mod ist echt gut. Ich hab, nachdem ich sie jetzt endlich verstanden habe. Ich hatte vorher da immer so meine Probleme mit dieser Mod. Aber jetzt habe ich das halt
verstanden, wie sie funktioniert. Ist ja eigentlich auch mega simpel. Aber, ja. Ich hatte da irgendwie immer so ein kleines Problem mit. Auch mit der Becher oder mit den Feldern. Aber das ist natürlich jetzt echt wirklich mega easy. Kann man sich mal schön an der Kante orientieren. Hat man schön Abstand zum Gleis. Da kommt hier nachher noch der Wald hin. Ja, den ECE 4 haben wir schon mal hier. Der hat allerdings hier gar keine Stromabnehmer. Aber wie gesagt, der steht hier eh nur als Deko rum und hat sonst keinen sonderlichen Auftrag. Er soll einfach nur als Deko-Objekt wirken, weil hier zum Beispiel in Minden halt, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Züge vermessen werden. Messwagen sind hier ganz viele. Schienen, also Strecken werden hier auch vermessen und all sowas. Da hätte ich jetzt vielleicht den Radius ist ziemlich groß, das muss ich ein bisschen kleiner machen hier. Sonst kommt der da zu dicht ran. So. Zack, da noch einen hin. Ja, hier noch einen hin. Und da noch einen hin. So, machen wir das erstmal nur auf der einen Seite. Anlegen. Zack. Sehr schön. Der Zaun gefällt mir echt gut. Und die Mod, dass man das jetzt so easy hier und so perfekt einfach jetzt hier so schön die Zäune setzen kann, das ist richtig, richtig gut. So. Ja, hier lassen wir das erstmal. Ich würde sagen, sind die Schranken jetzt unten, weil hier der Bahnübergang ist? Nein, aber das sind die Schranken. Das ist ein Tor. So. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben jetzt ja hier diese zwei Gleise. Und wir haben natürlich jetzt hier eine ganze Menge Züge. Hier haben wir überall Depots stehen, hier auch. Also wir können überall hier Züge rausfahren lassen. Wir werden uns jetzt mal gerade eine BW Deko anlegen. Und dann können wir mal gucken, was wir so machen können. BW Deko. So, haben wir da mal noch eine mehr. Weil die anderen ja alle am Fahren sind und dann möchte ich das nicht so aufteilen. Das Problem ist, wir können jetzt hier kaum E-Loks nehmen. Sonst kriegen wir hier wieder Fehlermeldungen rein. Wenn man auch, wenn man eine Diesel-Lok davor hängt und ein E-Lok dran ist, sagt er immer, Route ist nicht möglich, weil halt das nicht elektrifiziert ist. Was haben wir denn hier? Zugdepot 13? Wo ist das denn? Aha. Verkaufen wollen wir nicht. Was haben wir denn hier unten? Wann haben wir denn eine V200? Was ist das? V200? Wo ich denn damit? Dampflok. Wo ich auch nicht. Wo ich auch nicht. Und du, mein Guter, du darfst jetzt wieder weiterfahren. Du musst gar nicht ins Depot. Ist das nicht schön? Weiß ich allerdings nicht mehr, welche Route er da hatte. Ich glaube, das war Güterzug 2. Ich setze ihn einfach mal auf den Güterzug 2 auf. Und das war richtig. Sehr schön. So. Ja, ja. Alles klar. Das sind ja nur Straßen hier. Das ist alles wurscht. Lass das rumblinken. Stört mich nicht. So. Was kommt denn hier an? Ach, die Nordwestbahn. Ja. Dann haben wir das erstmal alles wieder geregelt. Wo fährt er denn hin? Ah, ne. Jetzt fährt auch richtig. Ja, das ist hier unser, auch einer der Kohlezüge, der zum Kraftwerk fährt. Die Lok gefällt mir nicht so gut. Die Class 66. Die sieht echt schäbig aus. Aber sie wurde sich gewünscht, dann deswegen haben wir sie auf der Anlage fahren. Nachher fällt das sowieso nicht mehr auf. Gut, jetzt haben wir hier Deko. Jetzt können wir natürlich hier überall so ein paar Wagen und ein paar Loks hinstellen. Bauzug können wir hier gerne auch reinstellen. Hier haben wir jetzt noch ein Gleis, wo wir nachher Zugverkehr hinfahren lassen können und hier auch. Und hier halt natürlich auch, um das nachher so ein bisschen zu verteilen. So, da wir jetzt ja so einen Bauzug hier nochmal haben können. Hier könnte man jetzt natürlich schön reinfahren lassen, ne, in das Gleis. Aber da muss ich hier irgendwie noch ein. Na, dann kriege ich da aber nur rein, wenn wir irgendwo noch eine Haltebucht hinstelle hier. Und dann ist das jetzt hier schon gerade. Das jetzt hier abreiße. Das nochmal gerade so ein bisschen weiterziehe. Nein, keine Oberleitung, mein Freund. Wenn wir jetzt hier die Spitzkehre reinmachen, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Weil das halt alles jetzt gebogen ist. Müsste man höchstens mit
Nee, das funktioniert nicht. Müssen wir mit dem Wegpunkt arbeiten. Muss ich noch eine extra Linie anlegen. Sonst kommen wir da nicht hin. Ja, wir müssen sowieso hier noch über Signale reinsetzen. Dann machen wir das zuerst. Zwergsignale natürlich nehmen. So. So geht das hier nicht. Da geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Dann müsste das doch hier. Achso, ne, hier ist noch dieses gebogene Stück. Da kann ich nicht. Kann ich erst dann ab hier. Ja, müssen wir das da einsetzen. So. Haben wir die schon mal drin. Und ich glaube, jetzt weiß nicht, ob ich jetzt die nehmen kann, die Signale. Das ist ja eine andere Mod. Weil die anderen konnte ich nämlich nicht als. Habe ich das PW-Deko genannt? Ach, das ist ja falsch. Genau andersrum nennen. Deko BW. Oder machen wir DB-Systemtechnik. Ist, glaube ich, einfacher, ne? DB-System. Technik. So. Richtig geschrieben. Ja, doch, hier geht's. Alles klar. Da kann ich das Signal auswählen. Dann würde ich sagen, wo fährt er denn los? Das ist ja scheißegal, wo er losfährt. Natürlich von hier unten kommt er dann da auch rein in das Gleis. Ja, kommt da. So, von hier fährt er über dieses Signal und einfach dahin. Genau. Perfekt. So. Ich möchte da allerdings aber nur die Waggons hinstellen. Keine Lok ranhängen. So. Weil, ja, wir hier einfach nur so ein paar stehende Züge haben. Zack, den einmal. Und jetzt unter Wagen. Die findet man dann unter Güter. Natürlich mal hier wieder ein bisschen durchscrollen. Können wir so einen noch ranhängen. Kommt hier noch ein Ausrüstwagen hin. Und zweimal Gleis. Plus zweimal Schotter. So. Sollte von der Länge auf jeden Fall passen. Ach klar, und eine Fake-Lok brauchen wir natürlich, weil sonst fährt der Zug nicht los. Zack. Zack. Und auf die Reise schicken. DB-Systemtechnik. So. Dann haben wir den auch schon mal. Müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder passig anhalten. Dass das dann hier auch alles passt. Ja, ja. Gib mal Vollgas. Ist ja nicht so schnell. Oh. 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 Der ist doch ganz schön lang. Oh, das könnte eng werden. Signal kriege ich ja nicht weiter nach vorne. Ah, doch, das sollte passen. Ach, doch, das sollte passen. So. Fährt hier nur schlappe 10 km/h, da ist das alles gar kein Problem. Passt da jetzt rein? Easy! Also stehen bleiben. Easy going. Sehr schön. Perfekt. So. Dann kommen hier. Im Prinzip können die auch alle auf die DB-Systemtechnik jetzt erstmal, weil da ja kein Zug fährt. Auch wieder eine Fake-Lok. Und dann können wir jetzt hier ein paar Passagierwagen hinstellen. Die hier zum Beispiel. Zack. Zack, zack. Und dann noch den Schlusswagen daran. So. Alles hier so ein bisschen raufstellen. Da kann man nichts Falsches hinstellen. Oh, außer, dass der Zug so lang wird. Weil das wird ja jetzt ganz bestimmt mit 100 Metern, oder? Na?
Bis dahin, weiter geht nicht. Oh! Er ist draußen. Er muss aber noch ein klitzekleines Stück. So. Bitte passt dahin. Kann man das so machen? Ja, kann man machen. Passt. Sehr schön. Ah! Das war jetzt knapp. Möchte ich hier noch eine Lok hinstellen, die hier rauskommt? Geht natürlich jetzt erstmal nur diese Lok. Wenn wir denn da rausfahren lassen? Gelbe Ludmilla. So. Ja. Auch schön, dass man keinen Sound hört, ne? Ist toll. Schade, dass die Tore nicht offen bleiben. Der gehört quasi zu dem Bauzug dazu. Warum hören wir schon wieder keinen Sound? Wo ist ja die... Auch eine S-Bahn oder sowas. Irgendwas, was jault. Da ist er. So, jetzt haben wir wieder Zugsound. Ich glaube, jetzt müssen wir hier auch wieder Zugsound haben. Aha! Peter? Zack ist der Sound weg und zack ist der Sound wieder da. Gut. Ja, hier hinten können wir ein paar alte Güterwagen stellen. Jetzt haben wir hier natürlich überall doppelt gemoppelt alles. Güter? Was nehmen wir denn da mal? Das sind so alte, verranzte hier. Aber die gibt es ja auch als Asset. Obwohl, ja, oh, eh ohne Betriebskosten fahren, aber wir können es trotzdem als Asset machen. For the future. Wo sind die denn? Das waren, glaube ich, die roten, ne? Oder waren das die... Doch, die dunklen. Das sind die neuen. Und das hier, die alten. Leer natürlich. Wir wollen ja keine... Wollen Wagen hier stehen haben, obwohl der jetzt ein neuer war. Ach, wir können ja auch so einen Sammelzug zusammenstellen, ne? Wir müssen ja nicht alles immer einheitlich machen. Der ist leer. Der ist leer. Wir werden jetzt natürlich auch nicht wieder zu lang werden. Na, sonst gibt es da hinten Probleme. Der ist gut. Und, ach, hier sind sie. Die braunen. Kommt der neue weg. Der auch, weil der hat nämlich... Sieht noch nagelneu aus und hier sollen so ein paar alte stehen. Und der auch wegkommt. So. Und da können wir jetzt nochmal diese Lok vorhängen. Eine Köf? Nee, eine Köf nicht. Nehmen wir hier so eine... Von Railion, eine davor. So. Hier geht auch das Gleis. Und natürlich auch wieder kein Sound. Doch, jetzt kommt der Sound. Was war das denn jetzt? Besser Wetter? Warten auf freie Wege. Nee, ist klar, Bruder. Das können wir ändern, indem wir einfach hier ein wunderschönes kleines Zwergsignal einsetzen. So. So. Mal los. So. Gas. Rip. Oder habe ich es natürlich jetzt mal extrem übertrieben mit der Länge dieses Zuges. Also, das war jetzt etwas too much, meine Freunde. Das war jetzt nicht so gut, obwohl, wenn ich den wegmache, passt es. Dann habe ich mich nur um den Tankwagen getan. Aber der hält eh an dem Signal, perfekt. So, ist ja, das andere ist ja blockiert. Sehr schön. So, haben wir hier nochmal so einen alten, vollgeschmierten Schmidtgutzug draufstehen. Hier fährt die E-Lok, also die Köf bringt gerade zwei E-Loks. Perfekt. Da haben wir das Problem, dass wir hier nur ein Rangiergleis haben, aber ich möchte jetzt hier auch noch, oh, stopp. Noch einen Zug rumfahren lassen. Ist nochmal irgendwie so eine kleine Köf oder sowas. Ja, auch irgendwie so ein bisschen was hin und her schiebt.
einfach hier nur so von da nach da oder so, hier noch so ein bisschen mehr Leben reinbekommen. Züge halten ja eh von alleine an. Deswegen möchte ich jetzt mal gerade noch einmal Deko. DB. Oh, die Rechtschreibfehler drin, keine Ahnung. Jetzt prüft ihr das und dann schreibt ihr es mir in die Kommentare. Bist so blöd. Nein, so schreibt hier keiner bei uns. Auch gut so, aber bisher ist alles immer sehr nett und freundlich. So, und dann soll er halten an Punkt 6 und er soll halten an Punkt 12. So, da kann er dann ruhig meinetwegen. Och, 3 Minuten ist okay. Ja, 3 Minuten. So. Wenn wir halt hier nur so ein paar kleine Kurves rumfahren, was schiebt die denn? Was haben wir denn? Man muss erstmal gleich nochmal Signale setzen. Wie lang sind die Gleise? Das lange Gleis ist lang genug, beziehungsweise der Zug ist 83 Meter. Wenn man irgendwie so aus auf 80 Meter gehen sollte, das eigentlich passen. Ja, irgendwie so. Also. Asagaya. Doch, da kann ich ein paar Personenwagen durch die Gegend schieben. Schieben wir denn hier so also durch die Gegend? Die hier eigentlich, ne? Das Ende von so einem Wagen hier. Zack. Da. Gehen dann als Steuerwagen da eigentlich hin. Ne, das ist natürlich falsch rum. Wenn wir den da nehmen. So. Aber 53 Meter. Ja, und jetzt die Köf. Würde doch wohl passen, oder? Dann die kleine Süße. Köfi. Köfi. Da. Den sagen und wogen 126 PS. Aha. Jetzt schon bei den beiden Loks zu kämpfen. Mal sehen, wie das jetzt aussehen wird, wenn sie jetzt hier die Waggons durch die Gegend schiebt. Oh ja, die beschleunigt schon richtig heftig. Natürlich erstmal jetzt hier wieder ein paar Signale hinsetzen. So. 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 Machen wir es gleich überall. Hier brauchen wir nicht, da steht eh nur der Zug rum. Hier brauchen wir es im Prinzip eigentlich auch nicht. Wir können es direkt hier hinsetzen. Nicht direkt da, wo sie steht. Ja, jetzt sind die Züge natürlich verschwunden. Einer zumindest, aber die kommen ja wieder. So, jetzt wartet er hier. Kein Weg. Das ist ja kein Weg. Nur du fährst von hier nach da und nach da und nach da. Ist doch alles. Der zeigt mir das so an, dann ist doch alles gut. Weg? Versteht ihr das, meine Freunde? Warum setzt anzeigt, dass wir hier keinen Weg haben? Ich fährt doch jetzt eine Köf, oder? Ist doch alles gut. Ist doch gerade losgefahren. Wieso sagt er mir denn jetzt keinen Weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Dreh nochmal um und fahr da nochmal rein. So, dann fahren wir nochmal neu los. Aha. Jetzt. Aha. Komisch. Spiel ist mal wieder. Aber der Zug ist. Oh, der passt da gerade so rein. Ist klar. Kann er hier anhalten? Kann er da anhalten? So, dann schieben wir hier quasi jetzt einmal die Personenwagen zum Vermessen oder zum Überholen oder weiß der Kuckuck was. Irgendwas wird uns hier schon einfallen. Ja, und da sind wir ja schon am Ende der heutigen Folge angekommen, meine Freunde. Jetzt haben wir eigentlich ja doch gar nicht wieder so viel geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte. Aber das kostet halt alles immer so seine Zeit. Das wird hier mit dem Kraftwerk, denn ja, wird das der nächste Schritt. Eigentlich möchte ich
ganz gerne jetzt bald anfangen, das hier in der Mitte erstmal alles zuzubauen, dass wir hier so einen schönen Übergang haben. Das war wirklich nicht so abgetrennt und auch so stumpf, die das Grüne haben, dass das alles so schön zuwächst und dass wir das fertig kriegen. Dass der Minderbahnhof hier erstmal so fertig wird, weil wir haben hier nachher unendlich viel zu tun, um diese Map wirklich schön zu machen. Das wird ewig dauern und ich hoffe, dass ihr mir da alle an der Stange bleibt, weil wenn wir die Linien fertig haben, können wir höchstens auch so ein paar kleine Extralinien reinmachen. Das werden wir wahrscheinlich auch tun, weil wir sonst echt wenig Bahnverkehr haben. Dieser ganze Bereich hier ist nur Rinteln und hier fährt eigentlich kein Zug nach Minden, der fährt eigentlich hier hinten irgendwo hin nach Bielefeld. Deswegen wird es hier auch noch eine Linie geben. Oder die geht nur bis nach Bückeburg oder irgendwas müssen wir uns da auf jeden Fall einfallen lassen, dass wir hier noch ein bisschen Leben reinkriegen, weil ich kann ja nicht nur Felder hinklatschen. Das sieht ja nachher dann auch doof aus. Minden ist ja auch noch nicht fertig. Die Linie hier nach Lübbecke, die können wir dann auch bald machen. Da wird ja schon drauf gepocht, dass ich dann irgendwann mal hier den Zug losschicke. Das steht ja hier schon. Wo ist er denn? Da ist er. Hier, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt für Wagen waren. X, N, Y, Z, A, B, C, E, Ö, Wagen. Oder weiß der Kok was? Ihr wisst, was ich meine. Der Zug soll da ja fahren. Und ja, da haben wir noch einiges zu tun. Ich bedanke mich erstmal heute fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, bald wieder. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann das nächste Video kommt. Vielleicht gibt es Sonntag einen Livestream. Nagelt mich nicht drauf fest, wir werden sehen. Und bis dahin, haut rein, euer Mr. Bose. Ciao.